Liebe Zuschauer, ja, heute in Fürth bei Holger. Holger ist ja geburtsblind und sitzt im Rollstuhl und da geht es um die Genehmigung der Rampe. Wir machen das ja alles und top die Zuschauer auch und auch Stahlbauunternehmen, die uns unterstützen. Und heute sind wir zu Ostern beim Holger. Und da klingeln wir mal. Jawohl, und schon macht auf. Holger, grüß dich, hallo. Peter, grüße dich. Hallo. Sei gegrüßt, hallo. Hallo. Ja, Holger, wir sind ja heute das erste Mal hier. Das ist, glaube ich, die Situation der Diskussion. Ne? Das ist diese Rampe hier, da kommst du mit dem Rollstuhl nicht hoch. Diese Stufe. Ja. Und liebe Zuschauer, da ist Folgendes. Die Eigentümergemeinschaft muss hier die Genehmigung abgeben. Unsere Juristen sind der Meinung, es muss nicht, weil das abgeschlossen ist. Das ist nur ein Holger sein Eingang. Das ist ein Teil ist das Eigentumsfläche der oder Fläche der Eigentumsgemeinschaft, das andere ist öffentliche Fläche. Und hier geht es darum, dass wir eine Stahlrampe haben, ein Riffelblech im Grunde genommen, dass wir hier mit dem Rollstuhl, dass du hoch und runter fahren kannst. Das ist korrekt. Denn Holger ist in seiner Bewegung gehandicapt. Und ja, das werden wir jetzt in Angriff nehmen, indem wir die Hausverwaltung anschreiben werden. Das muss jetzt relativ schnell gehen, denn wir stehen Gewehr bei Fuß, wir wollen es ausführen. Und die Unternehmen stehen auch Gewehr bei Fuß und das muss jetzt innerhalb von 10 Tagen muss das erledigt sein. Dürfen wir mal reinkommen? Na, logisch. Holger, schön, dass wir hier sein dürfen. Bitte, ja, bitte. Die Resonanz ist gewaltig und wir hatten jetzt schon ein bisschen ein Gespräch. Die Resonanz ist gewaltig, die Menschen spüren, wir sind eine Solidargemeinschaft und das heißt in dem Sinne, hier zu helfen. Aber Holger, mir ist auch wichtig, wir haben nichts verzögert, sondern es liegt einfach daran, dass du von der Hausverwaltung bisher noch kein grünes Licht bekommen hast, sonst hätten wir schon ausführen können. Das ist so korrekt, ja. Ne? Ja, wir haben ja verschiedene Korrespondenz geführt, du hast uns informiert und jetzt wird es so ausschauen, wir werden nach Ostern, wir haben ja die Korrespondenzdaten, wir haben ja die E-Mails, werden wir die Hausverwaltung anschreiben und dann auch ganz kurzfristig um Genehmigung der Ausführung bitten, denn du hast dich ja auch juristisch, auch bist ja auch gut informiert, um zu sagen, das ist hier überhaupt kein Ding, die Genehmigung einzuholen. So ist es, dadurch, dass diese Stufe wirklich nur für diese Wohnung hier zuständig ist. Nur ich davon betroffen bin, beziehungsweise Besuch, den ich empfange, ist die Niedrigkeit dessen, dass die Eigentümergemeinschaft zustimmen muss, so gering. Man könnte hier eigentlich auch fast sagen, es reicht die reine Information, diese Rampe wird errichtet. Das ist korrekt. Wir müssen ja auch berücksichtigen, es ist ja auch eine Notwendigkeit und es betrifft ja nicht die Eigentümer in Gänze, sondern es ist ja letztlich nur der Eingang zu deiner Wohnung. So sieht es aus, natürlich. Jawohl. Holger, mich würde mal, ich finde es klasse, wie orientierst du dich? Das ist für mich jetzt mal eine Frage, du willst mich nicht falsch verstehen, aber ich finde das ein Wahnsinn. Ich mache das manchmal, wenn ich aus der Dusche rausgehe, dass ich die Augen schließe und sage, jetzt will ich Orientierung haben. Jetzt muss man sagen, es ist ja alles, du hast Bürgersteige, du musst zum Einkaufen hier fahren. Wie machst du das? Das ist ja sensationell. Wir müssen jetzt erstmal unterscheiden, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Menschen, die von Geburt an blind sind, ja, so wie ich. Ja. Ich kenne die Situation nicht anders. Okay. Du, wenn jetzt in deinem Alter erblinden würdest, du wüsstest, was du vermisst. Ja. Und das ist der ganz große Unterschied. Ich musste mit dieser Situation aufwachsen lernen. Jetzt kommt bei mir weiterhin hinzu, dass ich für einen Blinden eine extrem gute Orientierung habe. Das ist nicht bei allen meinen Leidensgenossen so. Und das ist aber natürlich dann auch sehr, sehr hilfreich. Und nur aufgrund der guten Orientierung traue ich mir es überhaupt zu, mit diesem Elektrorollstuhl mich außerhalb meiner Wohnung zu bewegen. Wäre die nicht so gut, hätte ich dieses Vorhaben überhaupt nicht in Angriff genommen. Ich muss das sagen, ich bin vorhin reingekommen, so wie du uns begrüßt hast, so wie ich reingekommen bin. Ich denke, Holger ist geburtsblind. Also Holger, du verzeihst mir die Offenheit. Nein, ne? Aber das ist wirklich, das ist ja mal einfach mal zu sehen, Menschenskinder. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die hadern bei den geringsten Herausforderungen.
Und hier muss man einfach sagen, das sind Dinge, du hast eine Fähigkeit, also erstens mal deine Artikulation, wie du dich darstellst, ganz toll. Und zum anderen natürlich auch, dass du sagst, ich bewege mich eigentlich ziemlich frei. Und da muss ich sagen, da wollen wir weiter dafür sorgen, dass das hier außerhalb, dass du aus der Wohnung problemlos rauskommst und auch wieder reinkommst. Denn es kann ja nicht sein, man muss sich jetzt mal vorstellen, Holger und die Zuschauer, wie widersinnig das ist. Du kriegst einen Elektrorollstuhl genehmigt, aber gleichzeitig die Rampe. Siehst du, jetzt komme ich noch zu dem Thema, gleichzeitig die Rampe. War der medizinische Dienst der Krankenkassen, waren die nochmal da, haben die sich nochmal geäußert? Nein, das wird momentan noch, ja, befindet sich in Schwebe, sage ich mal. Ich hatte ja Widerspruch eingelegt, darauf wurde ich verständigt, dass man der Sache noch einmal nachgeht. Und seitdem habe ich aber dann nichts mehr gehört. Also es bleibt dabei, wir machen das. Wir haben auch Unterstützung von Menschen bekommen. Die habe ich heute ein extra Dankesvideo drin. Aber Holger, das andere kommt von mir. Überhaupt kein Thema. Wir machen das. Wir haben nur noch die kurze Schwelle dessen, dass die Hausverwaltung sagen muss, es ist okay. Und dafür werden wir sorgen, dass das funktioniert, ohne Wenn und Aber. Nein, ich finde es klasse. Und ich würde andere Menschen einfach dazu ermuntern, nicht im Leben zu sagen, egal welche Herausforderungen ich körperlich in der Natur habe, nicht zu sagen, was nicht geht, sondern zu sagen, was geht. Ich glaube, dass das ein Lebensrezept ist, das macht Mut. Natürlich stoße auch ich in meinem Leben immer wieder an Grenzen. Aber Grenzen sind für mich etwas, an dem ich wachsen möchte. Ich möchte vor diesen Grenzen nicht stehen bleiben. Für mich ist immer wieder, komme ich über diese Grenze, über diese Barriere irgendwie hinüber. Weil das Leben geht immer weiter, das Leben ist kein Stillstand. Tja, und wie heißt es so schön, das Leben ist kein Ponyhof. Ne? Dann ist wirklich, sind Herausforderungen. Nee, ich finde es klasse und mich bringt es immer wieder, und das sollte auch andere Zuschauer mal zur Weißt du, was das Verkehrteste ist? Und das mögst du mir verzeihen. Wenn ich manchmal jemanden sehe und sage, ja, Mitleid. Ich sage, was erzählst du denn für eine Scheiße? Du solltest dir gegenüber Demut haben, dass du sagst, Demut, ich kann das Leben so führen. Und wenn manche früh aufstehen und sagen, oh, jetzt habe ich dies und jenes, sag, Mensch, sei froh. Und das geht ja selber so, wenn du jetzt älter wirst. Du merkst ja manchmal, sagst, naja, der Kopf will gerne, aber der Körper, die einige Gliedmaßen und einige Funktionen zeigen dir, naja, du bist keine 20 oder eine 18 oder 20 mehr. Nein, also ich finde es toll und bewundernswert. Und es geht auch darum, dass wir zeigen, wir sind keine Eintagsfliegen. Und es ist nicht so, dass wir mal telefonieren und das öffentlich zeigen. Nein, es ist eine Situation, wir begleiten dich und ich gebe dir mein Wort drauf, in Kürze ist das auch hier erledigt. Ne? Wir haben alles. Ne? Nein, für eine Eintagsfliege gibt es Hallo Meinung ja auch schon, Gott sei Dank, zu lange. Es wurde ja nachgesagt. Ne? Was musste ich alles lesen? Der macht es und dass er Aufmerksamkeit und dass er finanzielle Mittel kriegt. Also da muss ich sagen, weißt du, Holger, wenn du 39 Jahre erfolgreich Unternehmen führst als geschäftsführender Gesellschafter und hast nie irgendwelche Abstürze erlebt, ja, dann wärst du schon irgendwo beschlagen, wenn du mit 68 oder knapp 68 Jahren nicht in der Lage wärst zu sagen, so, jetzt darf ich mich zur Ruhe setzen. Das will ich aber nicht, mir macht das Spaß. Wenn dir der liebe Gott Eigenschaften gegeben hat, wie dir, deine anderen Sinnesmöglichkeiten so auszunutzen, dass du dich super zurechtfindest, dann ist das ein schönes Attribut und eine schöne Eigenschaft. Und wenn andere eine Eigenschaft haben, dass sie Unternehmen führen können und auch ein bisschen quatschen können, dann ist das auch ein schönes Attribut. Und jeder nutzt seine Attribute und seine Gegebenheiten so nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Dafür sind die Fähigkeiten ja auch unterschiedlich. So ist es ja. Also mir macht Spaß hier und ich bin überzeugt davon, auch euch, dass ihr seht, wie es Holger geht. Und ich sage euch eines, das ist nicht der letzte Besuch, wenn Holger es gestattet, ne, wenn wir nochmal kommen dürfen. Meine Tür steht offen. Ja, nee, also wir werden nochmal kommen und wir greifen das jetzt an nach Ostern. Wir gönnen uns jetzt ein bisschen Ruhe, denn Holger, die letzten Tage, Wochen und Monate waren sehr anstrengend. Wir haben gesellschaftspolitischer Natur, haben wir jeden Tag, jede Stunde Herausforderungen, die es gilt zu meistern, und dafür sind wir da. Ich sage danke, dass wir kommen durften.
Und bist ein Mensch, Beuger, ja, ich schaue zu dir auf. Große Klasse. Ich Ne? möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz arg für die viele Hilfe, für die viele Unterstützung der Zuschauer bedanken. Ich weiß, es ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Holger, gib mal die Hand, komm, danke. Ne? Danke. Danke, liebe Zuschauer.